Nun, sehe ich, dass der Kapitän in Bedrängnis ist? Aktuell hat er nur eine kleine Wunde, aber sein Schild ist gerade geborsten. Er lässt sich halt ein bisschen nach hinten träumen. Ich seufze theatralisch und weiß, wenn ich ihn jetzt nicht am Kragen packe und zum Was willst du tun? 3, 2, 1, du rennst zu ihm. Ja. Gut. Dann ist Manning dran. Nächste Kampfrunde. Manning sagt, ja, weil er ist Paktierer und er hat einen unglaublichen Hass auf dich. Finte 5, Kamoti. Parade. Entschuldigung, was habe ich denn da gewürfelt? Was war? Ja. 13, schafft er. Pariert, nee, nicht mit der Finte. Was? Kann ja so unbequem werden, gib mir Schaden. 3 plus 5 sind 8 mal 2. Mal 3, Entschuldigung, weil Kamotip. Sind 16. Warte mal. 3 plus 5 sind 8. Ja, mal 3. Mal 3 sind 16. Nee. 8 mal 3 sind 24. 24, ich sag mir eine Trefferzone an. Schild ab. Da kommen 13 durch. Es ist bedauerlicherweise eine Wunde. Warte kurz, ich muss rechnen. Mannings Augen fangen an, feuerrot zu leuchten. Und das Blut, was gerade dein Schwertarm verlassen hat, wird vom Schwert aufgesogen und rinnt durch eine Blutrinne an dem Schwert hinab. Das ist einmal die Selbstbeherrschung zum Ignorieren. Die ist geschafft. Und das ist einmal die Selbstbeherrschung zum Stehenbleiben. Die ist ebenfalls geschafft. Gut, dann bist ist du mir da. Also egal. Distanzklassenerhöhung. Dann wärst du auf jetzt. C. Richtig, denn jetzt wird mir das doch ein wenig ungeheuer. Das ist gelungen. Dann wandelt er wieder um, weil kann er, und greift dich auf der falschen Distanzklasse an. Das ist einmal zu... Ich glaube, das ist das Schwert um 4, ne? Ja. Nee, um 6. Sorry. Um 6. Okay, dann einmal um 6. Dann spart er sich eine Finte. Du kannst ja sowieso nicht mehr angreifen. Und das ist nicht gelungen. Das ist nicht gelungen. Dann... Blutschluck mittlerweile da. Tue ich sonst noch einen Schritt zurück. Gut, dann stürmt jetzt Blutschluck auf ihn ein, wechselt mit Sturmangriff auf ihn. Ein lauter, langgezogener Schrei. Manning! Der andere kennt ihn wohl nicht, sein Gegenüber, und der brummt nur irgendwas. Reicht aber, um ihn zu beschäftigen. Reicht, um ihn zu beschäftigen. Dann löst du dich aus dem Kampf und kannst erkennen, wie hinter dir Kiaras auf dich eingelaufen kommt, mit dem Echsenbogen in der Hand, das Horn noch ein zweites Mal geblasen. Die anderen Männer, die noch übrig geblieben sind, ziehen sich zurück. Ah, Karinor, gut, jetzt packen wir ihn uns. Los, wieder rein! Was? Müssen uns zurückziehen, verdammt? Ah. Ein lauter, langgezogener Schrei des Schrumpfs. Selbstbeherrschungsprobe. Erschwernis? Von allen. 5. Der Schruf hat sich gerade durch die verbliebenen Leute der schweren Infanterie des Greifenbanners gehackt. Nur noch blutiger Sprühregen, der übrig geblieben ist. Und zu eurem Entsetzen ist der Schruf gerade verschwunden. Ich teste nochmal die Arroganz. 3, 2... Eine Sekunde, ich muss das würfeln. Moment. Ist mir egal. Ich stürme wieder rein. Die Ritter des immerwährenden Kampfes stürmen sich jetzt auch ein auf einen Kampf gegen einen unsichtbaren Schruf. Ja, Manning wandelt jetzt auch um. Ist gerade ein bisschen mit einmal Blutschluck unterwegs und natürlich auch mit dir. Was ist mit Kiaras? Ich folge meinem Captain. Gut. Bin ich weit genug weg für einen Sturmangriff? Vermutlich nicht. Nee, das schaffst du jetzt nicht, weil dir da Blutschluck im Weg steht. Okay. Müsstest also ich ganz normal reingehen und ja, wenn du auf ihn... Lass die Ritter den Schruf machen, ich pack mir Manning. Wenn du auf ihn zuläufst,
Er wird dann, weil er weiß, dass du sowieso schon gleich kaputt gehst, wird er dich jetzt erstes angreifen. Er attackiert auch nicht. Er weiß, wenn er angreift und Schaden macht, dass seine blutrinnende Waffe den Rest erledigt. Er sagt wieder an eine Fitte 5 und wieder einmal den Kamotieb, weil es so schön ist. Dann möchte ich jetzt, dass bitte die Ausdauerpunkte für ihn ausgewürfelt werden, denn jetzt wird's viel. Ja, das sind jedes Mal 3W6, ne? Jedes Mal 3W6. Das ist jetzt ein vierter Kamotieb. Ich weiß. Das wird knapp. Das sind 42. Ich weiß nicht, wie viel Ausdauer er hat. Aber ja, dann wird er den... Er kann ja Luft holen. Kann ja Ausdauer regenerieren. Und ja, aber das kostet ihn Aktionen. Richtig, dann tritt er einen Schritt beiseite und wird in der Zeit einmal Ausdauer regenerieren. Wird also in dieser Kampfrunde nicht angreifen können. Gut. Dann hau ich ihn um. Ja, voll Angriff. Also greift er jetzt nicht an, ich muss keine Attacke abwehren. Will er Atem holen oder will er nur eine Aktion lang nichts machen? Er wird Atem holen. Das kostet ihm zwei Aktionen und gibt ihm so viele, wie er konstant hat. Du bist dran, hau rein. Ich bin dran, gut. Er kann also nicht parieren, das ist gut. Machen wir einen 6er Wuchtschlag. Genau, eine Waffe nicht hier. Der käme durch. Gut, dann mach mal Schaden. Hm. Oh, mittelmäßig 17. 13, 17 in den Schildarm. In die Zankenklaue. Ist das dein Schildarm? Ja, ist dein Schildarm. Das ist dein Schildarm. Ich habe hinterher den linken abgehakt. Ist richtig. Moment. Naja, dann betet noch irgendwie irgendwas Paarungsgefährliches vor sich hin. Der Göttergefällige ist, steht nie alleine oder so. Was die Situation passt und wirft sich wieder hinein. Mhm. Kiaras, möchte auch? Ja, Attacke, ungewandelte Attacke und Protonix. Manning wird knurren. Belala, hilf mir! Oder geht jetzt nicht ernsthaft den Kreis tiefer? Das ist doch das Tolle mit Paktieren. Das wird nämlich jetzt auch für ihn kritisch. Oh, Sept. Kein Patzer. Zwei getroffene Attacken, den Tod von links geht nicht. Ja, dann machen wir Schaden. Moment, wie viel extra war Dingens? Eins. Und gilt als magisch. Aber magisch ist ihm egal. Ja, gut, das interessiert ihn nicht. Kriegt da ein SP. Juckt ihn nicht. Mhm. Ja, muss doch keine Trefferzone auswürfeln. Blutschluck allerdings trifft auch. Und den nimmt er auch. Wie gesagt, er knurrte einmal: Belhalha, hilf mir. Und das ist jetzt auch tatsächlich das, was ihn umtreibt. Er muss noch keinen Kreis tiefer gehen, aber Belhalha ist auf alle Fälle an seiner Seite. Seine Augen glühen wieder feuerrot und er lässt Blutschluck gewähren. Er nimmt jetzt euch beide. Und zwar einen Kamotieb auf Yalan. Da wir abgewehrt. Abgewehrt. Und einen Kamotieb auf Kiaras. Ich möchte ihn binden. Kannst du einen Kamotieb bzw. einen Hammerschlag binden? Weiß ich nicht, geht das? Ich glaube nicht. Warum sollte es nicht gehen? Ich weiß nicht, kann man Hammerschläge binden? Zwei Hände? Klar. Zwei Hände kannst du ganz normal parieren? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du Hammerschläge binden kannst. Also Hammerschläge ist egal, die kannst du auf jeden Fall binden. Okay. Du musst halt nur die achte Ansage mittreffen, was... Ich lese es nach und mache erstmal normale Parade. Ja, jedenfalls, ich habe pariert. Ich teste mal den Bruchfaktor, aber da ich auf minus 3 bin, ist das kein Problem. Fünf plus 5 sind 10, sind mal 3 sind 30 Schaden. Also auch da wirst du mächtig in die Knie gehen müssen nach diesem Kamotschlag.
Gut, und während Kiaras das einmal nachguckt, aber ja, kann sein, dass du Hammerschläge binden kannst, das weiß ich wie gesagt nicht. Wir können mal weitermachen. Ihr seid dran. Ist eigentlich Kiaras Job, das zu wissen. Ja. Karinor, drauf zu! Und ich hau nochmal. Ihrer Wuchtschlag zweier Finte. Warte, pariert er überhaupt? Nee, er hat angegriffen, er pariert nicht. Dann machen wir wieder einen 6er Wuchtschlag. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht überragend gut aus. Ja, dann lässt sich. Ich hatte den Streitkolben noch in der Hand halten können, obwohl es einen Moment lang so aussah, als würde er ihn. Werde ihm aus der Hand gerissen und. Er braucht eine neue Zahnklaue. Marvin, wächst nach, kein Problem. Erzähl ja, mir. Er fährt jetzt hinunter. Er fährt auf seinen Arm hinunter, gerade als er auf Karinor, nach Karinor schlagen will. Bringt er ihn von oben auf seine Schulter und es gibt ein. Erst ein sehr lautes Knacken, als die Rüstung. Vielleicht bricht sie, ich weiß gar nicht, woraus sie ist. Wenn es Leder ist, kann sie durchaus brechen, das harte. Und darunter wieder Schulterknochen nachgibt. Ja, dann brüllt nochmal. Runde! Und wirft sich mit der Schulter voran in Manning rein. Okay. Ja, du siehst, wie der Zantenarm abfällt und dann merkst du, wie dein Gesicht nass ist und du auf dem, ich muss gerade überlegen, auf welcher Seite ist dein gutes Auge? Mein gutes Auge ist rechts. Rechts. Ich habe glücklicherweise einen Vollhelm an. Dann merkst du, wie Blut gegen deinen Vollhelm spritzt und hättest du diesen nicht auf, würde jetzt alles um dich herum dunkel sein. Ja. Sinnschärfe Probe. Hallo oder nur ich? Kannst du gerne machen, kann Kiaras auch machen. 7 über. Kiaras? 9 über. An der Stelle, an der eben Blutschluck stand, ist nichts mehr. Ihr könnt noch sehen, wie der Kopf von Blutschluck gerade, ja, gegen das zerborstene Tor prallt, einmal nach unten fällt und dann im lodernden Feuermeer jetzt mit einem lauten Plopp. Ja, ein Rückzug jetzt! Ja, Mannings Arm ist abgerissen, so viel Blut, wie da vermutlich mittlerweile rausläuft, ist er in normalen menschlichen Maßstäben des Todes. Aber wir wissen, wo die wollen, dass das nicht passieren wird. Ja. Männer, Ritter, zurück! Zurück zum Schiff! Wenn ihr euch lösen wollt, umdreht, dann bekommt ihr beide einen Passierschlag von ihm. Schauen wir mal nach. Nehme ich. Er ist ein 8er Schwert für mich. 6er Schwert, sorry. Wahlaufmerksamkeit und Kampfreflexe. Um 6 erschwert. Dann schafft er das gerade so und den von Kiaras trifft er auch. Gib mir Schaden. Sind einmal 8 plus 5 auf dich. So, ne? Linkes Bein. Das ist gar nicht mal so wenig. Und 4 plus 5 sind 9 auf den Schildarm von Kiaras. Also bei mir kommen 6 durch. Vor euch, an der Stelle, wie gesagt, wo eben Blutschock stand, könnt ihr jetzt einen bluttriefenden Tentakel entdecken. Und ja, das Ding, was auch immer es war, unsichtbar, aber ja, Blutschock ist zerteilt. Sein Unterkörper steht wohl noch gerade da und fällt jetzt zu Boden. Der Rest ist einfach verschwunden. Und während ihr euch aus dem Kampf löst, Lund, Belharia und Manning zurücklasst, die Geißel von Boran, mit einem abgetrennten Zantenarm, lauft ihr wieder zurück auf die Gezeitenspinne. Ja, dann stürmt aufs Oberdeck so schnell wie er kann. Boran! Brandgeschosse laden! Deck den ganzen Hafen ein! Deck den ganzen Hafen ein. Kriegshafen. Ich meine den Kriegshafen. Ja, schon klar. Nicht, dass mir hinterher strikt rausgedreht wird. Und damit vergeht der Kriegshafen von Boran in einem Flammenmeer. Und ihr dreht ab. Zurück auf die offene See. Gemeinsam mit eurer Ladung. Ich recke vor den versammelten Söldnern nochmal Blut und Säure verschmiert den Streitkolben in den Himmel. Rondra! Du kannst vor dir erkennen, die leichte Infanterie gesammelt. Die Schützen gesammelt, nur wenige Verluste, einige sind zwar etwas aufgerieben, ein paar Knochenbrüche, Schürfwunden, nichts Ernstes. Die Ritter des immerwährenden Kampfes fehlen vollständig, genauso wie das Greifenbanner. Und die Gezeitenspinne stapft auf das offene Meer, weg von Boran, der Unannehmbaren. Und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.